Jedes Jahr strömen mehrere hunderttausend Menschen durch die Tore des Olympiastadions. Egal ob für Sportbegeisterte, Festivalgängerinnen oder Geschichtsinteressierte, das Olympiagelände ist eine Sport- und Kulturstätte von monumentaler Größe. Weltbekanntheit erlangte es bei den Olympischen Spielen 1936, als hier der US-Amerikaner Jesse Owens unter den Augen von Nazi-Deutschland 4 Goldmedaillen im Sprint und Weitsprung gewann. 2 der damaligen Zuschauer stehen heute noch hier, die Rosseführer. Die beiden Statuen, geschaffen von Josef Wackerle, der unter den Nazis ein hochgeschätzter Bildhauer war, sind also Relikte aus der Zeit des Dritten Reichs. Doch sollten die Rosseführer heute hier noch stehen? Der ehemalige Berliner Senator für Stadtentwicklung Peter Strieder forderte im Mai 2020 in der Zeit, die Skulpturen, Wandgemälde und Reliefs müssen weg. Doch steht das für einen reflektierten Umgang mit der im Nationalsozialismus entstandenen und unter Denkmalschutz stehenden architektonischen Kunst? Gibt es überhaupt einen richtigen Umgang? Und wie würde ein solcher aussehen? Darüber reden wir heute bei Unicorn diskutiert. Bevor wir aber argumentieren wollen, ob und wenn ja, was am Olympiastadion verändert werden soll, wollen wir uns im Schnelldurchlauf die Geschichte des Stadions ansehen. Vor seinem Bau stand an der gleichen Stelle das Deutsche Stadion, gebaut von Otto March für die Olympischen Spiele des Jahres 1916. Die Spiele fanden wegen des Ersten Weltkriegs nicht statt und nachdem Deutschland für einige Jahre von der Teilnahme ausgeschlossen wurde, sollten sich 1936 wieder Sportlerinnen aus der ganzen Welt in Berlin treffen. Da für Hitler ein bloßer Umbau des alten Stadions aber keinen ausreichenden Effekt hatte, wurde das Deutsche Stadion abgerissen und Werner March, der Sohn des alten Architekten, erst mit dem Um- und dann mit dem Neubau beauftragt. Die Planung orientierte sich dabei stark an der griechisch-römischen Antike und rückblickend könnte man vielleicht sagen, dass das Stadion als erstes Großprojekt Hitlers den Auftakt für den Bau der Reichshauptstadt Germania darstellen sollte. Im Jahr 1947 wurde der Glockenturm gesprengt und später wieder aufgebaut. Außerdem wurde die ehemalige Führerloge verkleinert, um einer Entwicklung zur Kult- und Pilgerstätte entgegenzuwirken. Vor der Fußball-WM 2006 wurde das Stadion schließlich umgebaut, unter den Auflagen des Denkmalschutzes. Dabei wurden jedoch keine auf dem Gelände errichteten Statuen entfernt und oder Namensänderungen der Plätze und Straßen vorgenommen. Genau diese Tatsachen wollen wir uns genauer anschauen, da wir uns nicht auf einen kompletten Abriss des Stadions konzentrieren möchten. Bei Kunstwerken stellt sich die Frage nach Veränderungen nicht. Man lässt sie stehen oder man entfernt sie. Sollten die Statuen auf dem Olympiagelände also entfernt werden? Manche, wie zum Beispiel Peter Strieder, der ehemalige Stadtentwicklungssenator, meinen, dass die Statuen nicht mehr auf das Olympiagelände gehören. In einer Zeit, in der der Rechtsextremismus in ganz Europa stärker wird, die rechte Gewalt zunimmt und eine rechte Partei im Deutschen Bundestag sitzt, sollte es keine Verherrlichung von Überresten aus der Nazizeit geben. So wie schon der Führerbunker und die alte und neue Reichskanzlei aus diesem Grund nach dem Krieg zerstört wurden, sollten auch die Statuen von dem vielbesuchten Olympiagelände verschwinden. Die Statuen der Nazis stehen für die Verherrlichung des arischen Menschen und, am Beispiel der Rosseführer, für die Macht des Menschen über die Natur. Somit zeichnen sich die Statuen wie auch andere Bauten aus der gleichen Zeit durch ihren einschüchternden Charakter aus. Für Stimmen, die gegen eine Veränderung sind, ist der Denkmalschutz ein klares Argument gegen eine Entfernung von Statuen auf dem Olympiagelände. Zudem findet die Auswahl, ob ein Gebäude unter den Denkmalschutz fällt, nicht einfach so, sondern nach wissenschaftlichen Kriterien statt. Neben der Tatsache, dass der Stil der Skulpturen und des Stadions nicht nur von den Nazis genutzt wurde, sondern auch in anderen Teilen der westlichen Welt, sind Skulpturen und Stadion somit also auch als mahnende Symbole für die Propaganda sowie die Bau- und Kunstpolitik der NS-Zeit anzusehen. Nach dieser Ansicht wäre es also absolut richtig, die Statuen stehen zu lassen. Wenden wir uns doch einmal den Bezeichnungen der Gebäude, Straßen und Plätze auf dem Olympiagelände zu. Einige der Straßen und Plätze sind nach Männern benannt, die nicht in erster Linie mit dem Nationalsozialismus oder rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht werden können. Wie zum Beispiel der Kubertinplatz, benannt nach einem der Gründer des IOC, oder der Hans-Braun-Platz, benannt nach einem deutschen Leichtathleten. Andere sind jedoch durchaus nach Männern benannt, die, wenn auch nicht mehr zu Zeiten der Nazis aktiv, definitiv nationalistisches Gedankengut besaßen. Ein Gebäude, ein Platz und eine Straße tragen heute noch Namen von Personen oder Ereignissen, die von den Nazis für ihre Zwecke instrumentalisiert wurden. Auf dem Olympiagelände stechen uns diese Orte besonders ins Auge. Die Langemarkhalle, der Jahnplatz und die Friedrich-Friesen-Allee. Aber der Reihe nach.
Die Langemarkhalle sollte damals den Mythos von Langemark am Leben erhalten. Die verlustreiche und taktisch irrelevante Schlacht des Ersten Weltkrieges, 6 Kilometer vom belgischen Langemark entfernt, kostete zahlreiche Kriegsfreiwillige das Leben. Bereits während des Krieges wurde diese Schlacht durch die oberste Heeresleitung in das besser aussprechbare Langemark verlegt, neu erzählt und mystifiziert. Ab Ende der 20er Jahre wurde dieser Mythos von den Nazis als Symbol für eine bedingungslose Opferbereitschaft genutzt und sollte die Volksgemeinschaft symbolisieren. Nun zu zwei durchaus umstrittenen Herren. Der Jahnplatz, benannt nach Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, und die Friedrich-Friesen-Allee, benannt nach Friedrich Friesen, befinden sich beide auf dem Gelände des Olympiaparks. Jahn begründete die Turnbewegung in Deutschland, Friedrich Friesen wirkte dabei aktiv mit. Die beiden arbeiteten aktiv gegen Napoleon und waren also der Zeit entsprechend Nationalisten. Friesen dient auch als Namensgeber der Friedrich-Friesen-Stiftung e.V. Sie ist die gemeinnützige und parteinahe Landesstiftung des Landesverbandes der Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Auf der Website heißt es, gerade in unseren Tagen, da sich Deutschland einer neuzeitlichen Völkerwanderung ausgesetzt und von seinen Funktionseliten übergangen sieht, kann Karl Friedrich Friesen dem deutschen Volk als leuchtendes Vorbild dienen. Und der auch heutzutage kontrovers diskutierte Turnvater Jahn stand mindestens dem Antijudaismus nahe. Aus heutiger Sicht könnte man vielleicht sagen, er war Antisemit. Wäre es also an der Zeit, zumindest die Gebäude, Plätze und Straßen umzubenennen, die mit dem nationalsozialistischen Gedankengut assoziiert werden können? Manche meinen, es reiche nicht aus, die Namen nur mit einer Schau- bzw. Erklärungstafel auszustatten. Das Olympiastadion ist nicht mit Orten wie dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zu vergleichen, welches heute explizit als Dokumentationszentrum genutzt wird und welches Menschen in der Regel nur besuchen, um sich historisch weiterzubilden. Gerade weil BesucherInnen ins Olympiastadion kommen, um kulturellen Ereignissen beizuwohnen, sei es eine Sportveranstaltung oder ein Festival, reicht es nicht, Erklärungstafeln aufzustellen und auf das Interesse und die kritische Auseinandersetzung der Menschen zu hoffen. BesucherInnen des Stadions werden sich wohl kaum dafür interessieren und auf ihrem Weg ins Stadion anhalten, um sich diese Erklärung durchzulesen. Hier gilt es, eine effektivere Form der Aufklärung zu finden. Jedoch darf man bei einer Umbenennung nicht in eine Form der Geschichtsvergessenheit verfallen, indem man die Namen einfach von der Landkarte streicht. Spätestens seit dem Abzug der Briten in den 90ern findet eine Aneignung der Städte statt. So wurden unter anderem 2015 die Maccabi-Spiele im Olympiapark ausgetragen. Es handelt sich dabei um eine jüdische Sportveranstaltung, vergleichbar mit den Olympischen Spielen. Diese Tatsache wurde auch als späterer Triumph über Hitler bezeichnet, denn immerhin wurden an diesem Ort 79 Jahre zuvor jüdische SportlerInnen ausgeschlossen. Außerdem sollte eine Demokratie mit der eigenen Vergangenheit und der Auseinandersetzung damit klarkommen. Vielmehr muss also die Aufklärung erweitert werden, anstatt den Olympiapark zu verändern. Am Schluss bleibt die Frage, ob es überhaupt einen richtigen Umgang mit Überresten aus Diktaturen gibt. Warum werden zum Beispiel Gebäude aus Zeiten der anderen Diktatur auf deutschem Boden, der DDR, abgerissen? Manche Nazi-Überreste bzw. Bauten bleiben aber bestehen. Für jedes Pro- und jedes Kontra-Argument werden sich immer gute Gegenmeinungen finden lassen, die ebenso gerechtfertigt sind. Die Tatsache, dass wir diesen Beitrag machen, zeigt aber, dass eine Auseinandersetzung stattfinden kann. Und genau das ist der Punkt, der unsere jetzige Demokratie von einer Diktatur unterscheidet. Wie steht ihr dazu? Sollten die Statuen vom Olympiagelände verschwinden? Und reicht eurer Meinung nach eine kritische Auseinandersetzung mit Schautafeln aus? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und lasst uns auf dem Weg dorthin gerne ein Like und ein Abo da.